Ah. Jungs, steht auf, wacht alle auf, ey, ey, wacht auf! Ah, 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 was ist das? Was sind das für Typen? Wo sind wir? Hey, lasst uns frei! Was ist das für ein Spiel? Ihr befindet euch in einem Raum mit vielen Türen, hinter denen unangenehme Strafen und angenehme Bonusse auf euch warten. Jeder von euch hat die Chance, eine der vier Ausgangstüren zu öffnen und schneller als die anderen herauszukommen. Der Letzte hat eindeutig Pech. Und merkt euch, ihr könnt den Raum nur durch die Tür mit der Ausgangskennzeichnung verlassen. Ihr dürft nicht durch die Türen rennen, die sich von alleine öffnen. Und was? Wer öffnet als Erster die Tür? Wer bist du überhaupt? Warum hast du uns entführt? Wo sind wir? Das werdet ihr nie erfahren. Vielleicht ist es einfach ein Traum. Ich nehme es einfach und gehe es weg. Nichts wird mich aufhalten. Ich gehe... Ah, 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 was ist das? Wer bist du, Alter? Hey, 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 warum hast du das? Was war das jetzt? Ich hab doch gesagt, man darf die Regeln nicht brechen. Es wird nur noch schlimmer werden. Ich hab gehört, wir sollten abwechselnd öffnen. Lass uns jetzt so entscheiden. Wer gewinnt, öffnet zuerst. Nun, ja, ihr habt noch eine bessere Chance, einen Ausweg zu finden. Es gibt ja vier davon. Eins, zwei, drei! Schere! Wir sind die Letzten. Wir haben verloren. Eins, zwei, drei! Ja! Okay, ihr habt als Zweiter die Tür. Für den Dritten und Vierten. Eins, zwei, drei. Ach, Papier gewinnt immer. Entschuldige, Blatt. Verdammt, Gummigumpf hat vier Ausgänge. Er kommt jetzt hier raus und verlässt uns. Schaut, wie viele Türen es hier gibt. Die Chance, den Ausgang sofort zu finden, ist so gering. Das hier, Alter. Das ist die ungefähre Größe. Hör zu, das ist eine brillante Idee. Wenn ich dies Labyrinth erschaffen würde, würde ich auch eine seltsame Tür zum Ausgang machen. Damit wir nicht gleich raten müssen. Ja, ja. Dann habe ich auch schon eine Tür im Sinn. Die Kleine da drüben? Ich wollte sie mitnehmen. Ich war der Erste, der sie gesehen hat und gesagt hat. Aber nur ich kann da raus. Ich bin nämlich der Kleinste hier. Und was ist das? Ein Schloss mit zwei Türen? Ist das so eine Cowboy-Tür? Wie in Saloons, ja? Vielleicht ist also der Ausweg und wir müssen nur den Schlüssel finden. Und er ist da. In einer kleinen Tür? Ja, ja. Komm schon, Kubiko. Nun, Kubiko, worauf wartest du? Öffne schneller! Ja, das ist irgendwie verdächtig beängstigend. Nun hör zu, wenn du nicht anfängst zu öffnen, bleiben wir für immer hier! Komm schon, mach auf, Kubiko! Oh, ekelhaft! Das ist die falsche Tür! Was ist das überhaupt? Kubiko, kannst du für uns alle die Türen öffnen, oder? Ja, warum übrigens nicht? Nein, das ist nicht fair. Lass uns abwechseln. Ich kann überhaupt nicht herausfinden, was es ist. Ist das so mehr angemischt? Oder sollten wir malen? Schau, komm nicht näher! Ja, echt, wirklich, Kubiko. Es ist nicht lustig! Okay, es ist nicht klar, was es ist. Lass uns die nächste Tür öffnen, ne? Können wir die Stimme fragen? Stimme, was zum Teufel hast du ihm geschüttelt? Eine kosmetische Maske. Oh, also, du kannst dich glücklich schätzen, echt, ja. Kubiko? Hey! Nun, ich weiß es nicht, sie wird ja austrocknen. Ja, ihr müsst es verschmieren. Normalerweise werden die Masken für 5 Minuten aufgetragen. Okay, Leute, ich weiß, wie wir es zum Spaß machen können. Und wie? Nehmen wir das an als eine Challenge. Dennoch gibt es Auswege. Lass uns etwa eine coole Stimmung anfangen und anfangen zu spielen. Außerdem sind wir zu viert. Wir sind wie ein Bett füreinander. Ja, lass es machen. Team 1, 2, 3! Also Leute, wenn ihr in dieser Challenge eine Tür wählen würdet, dann würdet ihr welche wählen? Eine größere, um sie dran zu machen, oder eine kleine? Ich glaube die hier, Leute. Ja, ja. Also, dann mach ich sie mal auf. Oh, hier ist kein Ausgang. Was bin ich überhaupt? Ich versteh's doch nicht. Du bist jetzt wie eine Mumie geworden. Schau mal, Mel, Mumie. Wie will, ja. Guter Anfang, wirklich. Und meiner Meinung nach sogar lustig. Zwei sind weiß. Was ist denn lustig? Du bist der Nächste. Das ist lustig. Aber die Stimme hat gesagt, dass es hier auch einige Bonuses gibt. Warum wischt er sich mit Mehl ab? Das ist doch Sportler tun. Wie geplant werde ich diese kleine Tür öffnen. Ist da wirklich ein Schlüssel drin? Oder was anderes? Ja, aber du musst es sowieso öffnen. Komm schon, Sirioki. Ich denke, dort wird sowieso ein Schlüssel sein. Okay, jetzt schauen wir mal. Oh ja, Jungs! Spritzer überall. Vielleicht gibt's hier irgendwo einen Schlüssel. Oder sollen wir das trinken? Es scheint mir, dass diese Strafe verwirklicht wurde. Schau dir das an. Du bist völlig klebrig. Okay, aber wovon redest du überhaupt? Das ist Cola. Mir kommt sogar vor, als sei es ein Safe hier. Gibt's hier ein Safe? Ich weiß es nicht. Seit wann ist Coca-Cola für dich ein Safe? Verdammt, Alter. Denkt, ich friere diesen Müll ein? Ja, es ist doch eine Gesichtsmaske. Leute, sagt mir, habe ich Mehl im Gesicht?
Nein. Nein. Nur ein bisschen. Also, ich habe mich einfach so geschüttelt und plötzlich sehe ich, dass es durch Schuppe liegt. Also, komm, was sagen wir zu meinen Pillen? Oh, Leute! Deine Zusage hat mir am besten gefallen. Voll geil. Vielleicht hast du am Drogen etwas Glück. Also, ich denke, die hier ist gut sein. Wirklich, wirklich, ihr Fühler ist, die ist gut, wirklich. Das glaube ich nicht. Was passiert, wenn ein Nienpferd herausspringt und ihn zerquetscht? Ja, und wenn du eine kleine Tür von da unten öffnest, kommt eine Schlange raus. Oh, vielleicht. Alter. Nun, das war's. Ich öffne es. Komm schon. Ich hoffe, es ist ein Ausweg. Was hat der geschrieben? Was hat der geschrieben? Das ist der Abonnier-Knopf. Geh weg, abonniert, Leute, abonnieren! Hey Leute, für die, die uns noch nicht abonniert haben, abonniert uns jetzt! Ja, rettet Vlad! Schneller den Knopf drücken, Leute! Schreibt es rein, Alter! Verschwinde! Er ist grau geworden! Also, ihr habt gerade auf den Abo-Button geklickt, ja? Das Publikum hat's geklickt! Das Publikum hat's, die hat mich gerettet! Leute, danke! Wow! Oh, der hat mir am Rippen gestoßen, verdammt! So, jetzt haben wir es! Jetzt wird Vlad Angst vor roten Knöpfen haben! Verdammt, ich hab sowieso Angst vor denen! Leute, sollen die rote Knöpfe endlich los? Der Inhalt auf diesem Kanal ist großartig! Fröhlich, positiv! Abonniert also, denn solche Inhalte gibt es nur auf diesem Kanal! Und jetzt ist Kamikopf an der Reihe! Oh, richtig! Ich wieder! Also Jungs, ich wähle diese Tür. Ja, nebenbei ein Fan von schiefen Türen. Aha. Kamikopf, was ist das? Also, es gibt ein paar Vorschläge. Entweder ist das nur ein Gelb oder was im Prinzip normal wäre und gut für Haut und Haare. Oder das ist Farbe. Es ist Farbe. Hör zu, Kamikopf, jetzt bist du ein bunter Mensch geworden. Ja. Gelb, Weiß, Orange. Also, er ist fast wie eine Ampel. Rote Haare, gelbe Farbe und etwas Grünes fehlt unten. Sein Hoodie, Merch ist grün. Ja, du bist eine Ampel. Ampel. Nun, wie fühlst du dich mal gern? Ist alles okay? Warum kann ich es nicht sehen? Leute, ich habe mir ein zusätzliches Spiel ausgedacht. Da wir sowieso alle schmutzig werden, sollten wir vielleicht versuchen, wer am meisten schmutzig wird. Auf jeden Fall birgt jede Tür eine Art Schmutz. Ja, lass machen. Bisher gewinnt Gabikow. Ja, kein Problem. Einverstanden. Ah, jetzt bin ich bekleckert. Solange wir mit ihnen auf Augenhöhe sind. Yeah. Naja, egal, es ist so hier Zufall. Du bist übrigens der Nächste. Ich fühle hier. Hier wird's warm, wirklich, bei dieser Tür. Tür, gib mir etwas Gutes, etwas Schönes. Echt, Leute, kommt schon. Das ist einfach nur erniedrigend. Entweder bin ich ganz in weißem Mehl oder ich bin schwarz in der Kohle. Hör zu, es ist aber irgendwie bunt. Was sagt für eine tolle Stimmung? Du verleumde mich nicht, du. Lass mich in Ruhe, ey. Lass mich in Ruhe, ey. Ich hab mich zusammen umarmen. Leute, was ist das für eine Sabotage? Na, du bist doch der Schlankste von allen, ja? Naja, egal, ich werde hier auch keine Sorge. Ich werde dich doch die Tür aus. Los. Hey, wartet, ich werde wählen. Dann wähl sie aus, los. Ist meine Reihe in Ruhe. Und überhaupt, es ist jetzt Sirogi in der Reihe. Verdammt, tut mir leid. Ja, Sirogi, dann wähl du die Tür aus. Das da drüben will ich. Oh. Ganz oben, das. Ja, ja. Also mal sehen, was uns dort erwartet. Orbis, ich sehe zum ersten Mal. Hier, was ist das? Verdammt, warum hatten wir kein Video mit Orbis auf unserem Kanal? Also ich habe irgendwie nie darüber nachgedacht. Hört zu, Abonnenten, wie gefällt euch diese Idee? Wenn ihr so ein Video wünscht, dann schreibt in die Kommentare. Mit 100.000. Warum so wenig? Vielleicht eine Million. Eine Million? Das würde darin schwimmen. Nun ja, Voraussetzung ist, dass die Abonnenten die Idee gefällt. Hört zu, Leute, ich habe mir was gedacht. Schauen wir es doch einfach mal an, für alle Fälle. Was ist, wenn der Schlüssel im Mail versteckt ist? Ha? Verstanden? Du Mega-Brain. Als würde es auf uns ausgeschüttet und es ist irgendwo in der Nähe. Oder Vlad, du willst einfach nur deine Runde verschieben. Nein, ich suche nach Hinweisen. Also komm, wir schauen und du kannst mal deine Tour schon mal aussuchen. Okay, wieso seid ihr alle so böse, Leute? Ich glaube, du machst alles absichtlich. Ich? Ich weiß nicht, irgendwie ist alles verdächtig. Also Leute, lass uns den roten Tür loswerden. Was zum Teufel? Das sind ja Bohnen. Das stinkt so widerlich. Puh. Das Bohnenmonster. Leute, ich mag dieses Spiel nicht. Nun, Glenn, hast du gesehen? Ich habe es nicht erfunden. Okay, du hast dafür gesorgt. Ich glaub dir. Wirklich. Ich wollte nur Witze machen. Ekelhaft. Jetzt ich, Alter. Ich gehe die Mauer hoch, Alter. Hier ist die Tür, Alter. Hey, warte. Ich gehe zuerst einen Schritt zurück, ja? Lass uns so stehen, bitte. Er ist irgendwie ruhig. Ich mag dich nicht. Entspannt euch, Jungs. Es ist nur eine Herausforderung. Das macht Komiko verdächtig fröhlich. Meint ihr das nicht? Oh, das ist das, worüber ich rede. Ich bin auch darüber froh. Ihr verdächtigt mich. Nein. Leute, kommt schon. Das ist es, Jungs, Alter. Ich öffne. Was? Was? Du hast die Tür mit Schlüssel gefunden. Nein.
habe Angst. Es gibt einen Ausweg, komm schon, los! Los, 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 mach schon. Komm, komm, mach den auf. Komm, öffne schneller. Was? Was? Nicht verstanden. Was für ein Unsinn? Noch mehr Türen! Raus! Ausfahrt! Ist das dein Ernst? Ausstieg! Ausfahrt! Wer konnte mir das wissen, Mann? Wir wissen das doch nicht. Vielleicht gibt es andere Optionen. Vielleicht ist es eine geheime Mauer. Ah, es geht nicht auf. Ich verstehe, okay. Wer ist der Nächste? Ich möchte alle diese Türen überprüfen. Vielleicht gibt es ja echt eine Rettung. Hier komme ich nicht durch. Also, machen wir mal auf. Ich mache die mal auf. Also. Was ist mit dir passiert? Also, es schmeckt wie Joghurt und riecht auch so. Aber es ist so kalt. Wunderschön. Oh. Du riechst nach Erdbeeren. Was ist das für ein Spiel? Schau sie an. Schau, was sie angetan haben. Ich suche nach einem Ausweg. Ja, mach mal. Los. Los, mach schon. Endlich. Ich kann einfach nicht mehr. Ich hoffe, auf euch kommt nichts Kaltes. Das ist echt schlimm. Verdammt, ich habe bisher Glück gehabt. Ich habe nicht einmal Angst, die Tür zu öffnen. Ich nehme es einfach und öffne diese Tür. Ich fühle, ich werde jetzt Glück haben. Wow. Oh. Oh, was ist das? Es hat gekritzelt am Anfang. Und was ist das? Käse? Ich verstehe nichts. Was kommt als nächstes denn? Schau, sieht aus wie Pasta. Ja, voll gut, Mann. Echt. Natürlich nur komische Proportionen. Normalerweise im Gegenteil. Mehr Pasta, weniger Soße. Geld ist der Name Mac and Cheese. Mac Cheese. Ja, nennt mich ab jetzt Mac and Cheese. Das war's. Komm, mach die Tür auf. Ich weiß nicht, warum ihr so lustig seid. Die Situation macht mir irgendwie Angst. Entspann dich mal, Mann. Das ist doch eine Challenge. Das wird doch lustiger werden, wenn jemand einen Ausweg findet, um sicherzustellen, dass das wirklich da ist. Oder vielleicht gibt's überhaupt nicht. Ja, das meine ich doch auch, Mann. Serioga, wie gefällt dir das? Im Prinzip unterscheidet es sich nicht von meinem. Und? Oh. Ah, Blindgänger! Haha, verpasst, Jungs, hat nur auf der Arm getroffen. Sie haben uns Essen gegeben, hä? Oh, sieht schon nass aus. Können wir sie wirklich essen? Okay, Leute, seid nicht zu streng mit mir. Ich muss erst mal abtrocknen. Was machst du? Ja, trocknet nebenbei mit Mehl, hä? Also ja, das tue ich auch. Und was? Meine Hände kleben zusammen. Lass mich helfen, Alter. Nein, ich brauche keine Hilfe. Ich mach's alleine. So. Nun, wie ist es? Besser? Ja. Was? Okay, sieht gut aus. Oh, was ist los hier? Kurz gesagt, ich habe mich für diese Tür entschieden. Ey, hier. Diese. Oh, jetzt hast du dich erwischt. Was für eine Hühnerfedersauerei. Du befindest dich jetzt in einem natürlichen Lebensraum. Du musst dich jetzt besser fühlen. Hey, Leute, ich will dich jetzt picken, Alter. Dann habe ich keine Zweifel. Hey, kennt ihr es nicht? Mach am besten die Tür auf. Verdammt, ich bin mit meiner Dusche noch nicht fertig und ich muss schon die Tür öffnen. Ach, übrigens duschen. Derjenige, der zuerst rauskommt, wird so schön sein, zu Baden in den Whirlpool zu gehen. Hör zu, was ich mir ausgedacht habe. Wir machen es so aus, dass derjenige, der als erstes den Weg rausfindet, wirft einen anderen auf Publikum, damit sich die drei anderen nicht beleidigt fühlen. Okay, du hast recht. Das ist richtig. Team okay, einverstanden. Ein freundlicher Handschlag. Nun, das ist so, so ist irgendwie so mehr Spaß macht. Also, ich gehe mal die Wand überprüfen. Vielleicht ist sie ja nicht so schlimm, wie wir hier denken. Also, schauen wir mal, was das hier ist. Puh, also diese Tür möchte förmlich, dass ich sie aufmache. Also, komm her. Das ist lustig, Clay. Das ist kein bisschen lustig, überhaupt nicht. Ich habe mich doch gerade erst von mir sauber gemacht. Verdammt, was soll das denn, Mann? Was soll das? Hattest du keine Zeit, dich zu rasieren, oder was? Sehr lustig, Sergei. Hier, Applaus. Ein sehr toller Witz. Eigentlich bist du der Nächste. Komm schon, jetzt werde ich auch mutig jede Tür öffnen. Hier, zum Beispiel diese hier. Es ist in mein Ohr, Mann. Das ist richtig schlimm. Schau dich das nur an. Wow. Warum habe ich das nur gemacht? Du hast da ein bisschen Sand reingetan. Übrigens, Leute, wenn ihr was isst, tut mir leid. Schau das für ein paar Sekunden und betrachten die Sohle. Wie hier sind wir auf einer Eisbahn. Hör zu, du siehst irgendwie verwirrt aus. Ja, ich habe es doch überhaupt nicht erwartet gehabt. Ich dachte, alles andere wäre ein riesiger Haufen, aber nicht Schlagsahne, Mann. Oh, plötzlich fliegt mir dieser riesige Haufen der Schlagsahne einfach entgegen. Diese riesige weiße Masse, was soll das, Mann? Wie konnte ein solches Spiel mit solch komplexen Mechanismen erfunden werden? Sergei, worauf wartest du? Nun, du hast so interessant gesprochen, ich wollte dir zuhören, aber jetzt bin ich bereit, oder? So. Ekel, was das ist. Ekelhaft. Oh, das ist ja ekelhaft und kein Spaß. Was ist das? Sojasauce? Nein, das ist ja Schokoladensoße, Schokoladenüberzug. Leute, wir müssen Gas geben. Ich weiß, dass dieses Ding später zusammenkleben wird. Das war's. Und es wird sich Lutscher verwandeln. Ein Karamellstück. Los, beeilt euch. Dich hier. Verdammt, hier muss unbedingt etwas Gutes drin sein. Ja, ich habe zwei Türen freigemacht und du nimmst die dritte, ja? Vielleicht gibt es andere Optionen. Also, ich wünsche dir mit ganzem Herzen, dass da kein Ausweg ist. Ja, ich habe eine tolle Selbsthilfegruppe. Wow. Ausgang, bitte. Kann ich raus?
Oh mein Gott, du hast hier nur trockenes Zeug, Mann. Oh, es tut mir leid. Ich wollte es wirklich nicht. Schau, er ist da, schau, er ist ich da. Mach das auf mir selbst auf. Du hast einfach nur Glück, dass ich dich nicht sehe und nicht hören kann, wo ich hinziehen muss. Ich bin hier. Schlage mich. Okay, entschuldige. Es war Zucker. Glück gehabt. Aber wissen Sie was? Es stellt sich heraus, dass es auch eine Fälschung war. Alle Türen sind falsch. Nun schließen wir sie. Wir brauchen sie ja nicht mehr. Verdammt, ich hab schon die Hoffnung verloren. Das ganze Rätsel ist jetzt gelöst. Was machen wir als nächstes? Verdammt, wir sind definitiv Verlierer. Es hätte einen definitiven Auswahl geben müssen. Hör zu, es ist ein wunderschöner Raum, war und so wie es aufgeblasen. Wissen Sie, es erinnert mich an etwas, an Cartoon. Es gab auch da viele Türen. Ja, viele farbige Türen. Da war doch irgendwas. Alles ist ja bekannterweise eben nur auf dem Land, nicht wahr? Nein. Dort in Elst über den Hasen. Aber über Türen ist ein anderer Cartoon. Leute, wenn euch meine Idee abgefallen, schreibt es in die Kommentare, was Cartoon war. Kobeck, was machst du? Anprobieren, Alter. Scheint mir, als ob in solchen Gruppen der Ausweg sein könnte. Was denkst du? Du kommst hier durch? Wirf zurück! Ich kann nichts sehen! Komm, wirf es zurück, Mann! Komm schon! Was für ein Unsinn! Mach schon, Mann! Du hast geschlossen! Verdammt, was soll das? Oh mein Gott, das stinkt so! Es hat voll jemand gefurzt! Ah, ich weiß, Alter, man muss auf den Boden liegen. Ja, ich weiß, das ist nicht sauber, aber das ist ein Trick. Oh Mann, das riecht doch danach, als hätte man richtig viel Geld gehabt im Budget. Meinst du jetzt den Clown? Also, ich weiß nicht, er ist entweder ein Clown oder... Ah, für Production, wofür? Hey, ich weiß es nicht, sie wollen ein Video machen, schauen sich die Budgets an. Ich weiß es nicht, Mann, echt nicht. Warum, für Production, wir machen doch tolle Videos, warum sollte man uns bestrafen? Leute, ich denke, das war's, wir können fortfahren. Was ist das für ein Wiss mit dem Fackel? Also, vielleicht haben sie uns so gedroht, dass wir... härteres Level machen. Oder wollt ihr vielleicht noch einen Urlaub für uns arrangieren? Nein, das ist definitiv keine positive Sache. Entweder lenken sie uns ab, oder... Damit wir länger bleiben können. Ja, übrigens, das fühlte mich irgendwie cool. Jungs, lasst ein bisschen Gas geben. Ja, komm schon, komm schon, Glenn. Also diese Tür hier. Weißt du, wo er reingekommen ist? Ja, ich hab's gesehen, und sogar zweimal. Verdammt, beeilen wir uns. Ich möchte hier weg. Es ist einfach unerträglich, hier zu sein. So, Leute, jetzt seid ihr endlich bereit. Ich öffne gleich. Ja, das ist unser Ausgang. Und ich bleib lieber hier. Seid ihr bereit? Jetzt, ich öffne. Ausgang. Was denn? Was hast du gehört? Was war das? Sergej, verdammt, bleibst du vielleicht? Leute, ich weiß nicht, aber ich denke, wir werden jetzt rauskommen. Ja, machen wir es. Das war's. Tschüss, Leute. Komm schon, ja. Hey, du Spaß! Also, irgendwie ist ein echt gruselige, schlimme Quest, Mann. Sirugi ist nicht mehr bei uns. Jetzt du. Okay, ich denke eigentlich, dass alles positiv ist. Sirugi wird nicht mehr leiden, er wird sich waschen. Und ihr werdet jetzt doppelt so viel Mist abbekommen und doppelt so lange. Nun ja, es gibt nur noch 3 Ausgänge. Schaut, ich glaube, es ist hier. Ja, sie haben einen Ausgang absolut höher gelegt. Aber ich komme hier raus, kein Problem. Bitte. Leute. Ein Stück Ananas. Hey, komm, du bist dran, los. Zuerst dachte ich, ich hätte Glück gehabt und dann diese blöde Tür. Also, beschimpfen Sie sich nicht, ja? Ja, stimmt schon, tut mir leid. Verzeihen Sie ihm, ja? Ich bin hier, Alter. Komm, stopp, warte, komm, schließ die Tür. Was ist das? Serpentina, ich sag's euch, Alter, sie wollen einen Urlaub organisieren. Naja, es macht sogar Spaß. Ja, viel Spaß, Mann. Schau, er hatte sogar Glück. Schau, er lächelt. Oh Mann, mir gefällt es dir überhaupt nicht. Ich möchte endlich einen Ausweg finden. Oh, komm schon. Ich kann nicht, ich muss nachdenken. Also lass es diese Tür sein. Sie ist groß und blau. Da kann man einfach durch. Was soll das? Wie lange soll das jetzt dauern? Verjagt ihn! Verschwinde von hier! Weg von hier! Verdammt, ich weiß nicht, er hat mich echt geschlagen, Mann. Oh, woher kam der Typ? Also, als er reinkam, war es so ein Kleiner und dann, als er vor mir stand? Vielleicht war er's, der das alles organisiert hat. Nein. Aber also, ist das nicht okay? Eigentlich fand ich sogar lustig, wirklich, also. Oh, das ist gut. So. Also, Kubikov, ich werde dir zuhören. Verdammt, es sieht wirklich nach einem Ausgang aus. Wie ein Tunnel, wissen Sie, zu einem geheimen Raum, um einfach auf deinen Vier zu kriechen. Ich hoffe, dass ich Glück habe. Ausweg. Leute, was ist das? Das ist... Also, du bist jetzt eine Prinzessin. Barbie. Was? Ballette? Ich sag euch, die haben zu 100% dafür gesorgt, dass wir Spaß haben, Alter. Also, irgendwie finde ich es sogar echt lustig, wenn ihr eine Tür öffnet und nicht ich. Ja, das stimmt schon. Naja, dann öffne ich sie schnell, Alter, damit wir mehr Spaß haben können, okay? Hier ist die Tür. Das ist doch nur was,
Wasser, das ist okay. Oh, du kannst dich waschen, hey. Ja, oh, sehr gut. Starker Bock. Ich konnte sie nicht in meinen Händen fühlen. Ich hab's geschafft, meine Hände zu waschen. Ich auch. Du hast meine Server ruiniert. Oh, Kevin, das ist doch Spaß. Du hast doch erst gesagt, man soll Spaß haben. Aber ich habe mir auch die Hände gewaschen, ne? Jetzt bin ich dran. Ich möchte eine große Tür wählen. Also hier die gelbe. Gelb ist die Farbe des Kanals. Also komm. Da werde ich doch heute nur beschossen und geschlagen. Was ist das? Das ist doch nicht alles. Das ist Nerf! Das ist ein schlechter Witz, Mann! Ja, das sind Bälle, die am schmerzhaftesten sind! Wie geht es dir? Für weiß, Mann! Das dann echt richtig weh! Jetzt bist du dran! Hier, nun stehen sie am Rand! Groß, unauffällig, einfach perfekt, um den Ausländer hinter zu verstecken! Hey! 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 Mann! Was bist du? Mit dem Fisch! Jungs, lass uns fertig machen! Los, los, komm! Jungs, komm, voll Jacke! Geh weg! Geh weg! Leute, ich stinke nach Fisch, das vergammelt ist! Wir wissen das! Komm uns nicht zu nah! Komm, bleib da stehen! Das hat echt Spaß gemacht! Das ist überhaupt nicht lustig, Mann! Also, gehen wir hier rüber! Ich wähle diese Tür! Ausgang! Ja, Jungs! Ich bin raus, Alter! Was soll das denn heißen? Dir hat es doch hier so gut gefallen! Du hattest doch Spaß! Ich werde geil sein! Ich genieße das! Warum er und nicht ich? Ja, wird jetzt nicht rauskommen. Schau, er ist viel zu klein, Mann. Komm weg, was gibt's da überhaupt? Ich kann nicht sehen, es ist dunkel hier. Was meinst du? Ich versteh's nicht. Gabikov! Was soll das denn, Mann? Alles, wir sind hier zusammen. Herzlichen Glückwunsch, ich bin dran. Das ist das nervigste Video aller Zeiten. Zuerst kein Zirog raus und dann Kabikov. Für die letzte Person wird es wirklich schade sein. Aha. Komm schon. Also, ich habe diese Tür hier ausgewählt. Ich mag die Farbkombination und ich denke, vielleicht kann man da rauskommen. Aus der Kammer nicht rauskommen. Warte, was ist das? Buchweizen? Ja, in echt, Mann. Ja, schau doch, das ist es wirklich. Also, nicht essen. Nein, nicht hier. Buchweizen mit Glycetol-Kombination. Das war die Tür, die öffne ich. Kleine, grün, 1, 2. Ein Bonus? Ja, ein Helm. Oh Mann, der erste Bonus für das ganze Spiel. Nun vielen Dank denn dafür. Und eine Bonusrunde. Noch besser, Mann. Ja. Ihr seid Unmenschen, Mann. Also, was seid ihr hier rauskommen? Also, ich will die rosa Tür. Die ist irgendwie sanft und vielleicht ist da was Sanftes drin. Du weißt, was ich meine. Also. Es ist irgendwie kalt. Nein, wenigstens kann ich jetzt duschen. Jetzt kann ich mir endlich den Teig aus dem Gesicht wischen. Oh Mann, endlich. Und noch einer. Nun, Gendik, das ist klar. Ich freue mich, dich zu sehen. Leute, ich verliere irgendwie schon die Hoffnung. Ich weiß nicht einmal mehr, welche Tür ich öffnen soll. Sie soll es, dass ich schon alle geöffnet habe. Ich möchte nicht in diese Ecke gehen, weil die so dreckig ist wie möglich. Was wäre, wenn ich aus diesem Grund nicht rauskomme? Deshalb müsste ich mich überwinden und diese Tür öffnen. 1, 2, 3. Hör zu, der Helm schien geholfen zu haben. Aber die war doch nur für eine Runde. Also wirf sie aus der Tür. Geschmack nach ist es nicht schlecht. Schmeckt wie Fruchteis, weißt du? Okay, also, ich öffne die Tür rechts, die blaue. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Vielleicht kann sie mir helfen. Blau und gelb ist eine coole Kombination, also echt. Verdammt, wenn das ein Ausweg ist, das wird am beleidigsten sein, weil ich mich für eine dieser Türen schien. Ich öffne sie jetzt. Naja, passt schon. Nichts ist normal, Mann. Die meint sich einfach nur ganz lustig. Ich sehe mich selbst noch nicht mal. Ich weiß, wie ich mich beschreiben würde. Penner. Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Nun, das kann hier doch kein Ausweg sein, Leute. Nun ist es unmöglich, da reinzukommen. Aber vielleicht ist es eine Art Witz. Lasst uns hier rausfinden. Ich liebe Witz. 1, 2, 3. Ausgang. Wie? Tschüss, du Verlierer. Liebes Tagebuch, ich kann dir den Schmerz gar nicht übermitteln, den ich gerade fühle. Eine Wasserbombe. Oh, das ist besser. Jetzt habe ich nicht mehr den Sand in den Augen. Also, ich habe gute Neuigkeiten. Der Ausgang kann durch eine kleine Tür gefunden werden. Und das gibt mir Hoffnung. Also, ich werde der Wand folgen. Genauer gesagt, diese Wand, wo er herausgegangen ist. Mal schauen, ob ich hier vielleicht Glück habe. Also, vielleicht öffne ich die oder eine andere. Also, ich mache sie jetzt einfach auf. Ich muss auf niemanden mehr warten. Also, ganz schnell. Also, los geht's.
Was war das überhaupt gewesen? Was für ein krasser Mist, Mann. Was ist das eigentlich? Was ist das überhaupt? Worum geht es hier? Ich bin ein Irrenhaus. Vielleicht träume ich das nur alles. Vielleicht waren es echt Kartoffeln, oder nicht, Mann? Ja, es waren Kartoffeln gewesen. Also, okay. Ich sollte mich nicht ermutigen lassen. Wir machen weiter. Also, hier sehe ich diese eine kleine Tür. Und was kann hier in Ende gefährlich sein? Gar nichts. Das ist es. Stimme. Komm, sag mir Exit. Ich gehe raus. Ich mach nur eins glücklich, dass ich nicht noch dreckiger geworden bin und dass ich auch noch trocken bin. Also eigentlich alles okay. Für sowas bin ich sogar bereit. Also spielen wir weiter. Also diese kleine rote Tür hier, die sieht doch gut aus. Komm schon, los. Hallo zusammen, mein Name ist Vladafir Gülyan-Serioga und Leute, wir haben endlich auf die Gelegenheit gewartet, dieses Video zu drehen. 24 Stunden auf einem Fahrboot, Teil 2. Wir haben lange auf gutes Wetter gewartet und seht da, hier ist es. Und schaut dir natürlich unser Boot an. Wie ihr sehen könnt, ist es viel größer geworden, wie wir es euch auch versprochen haben. Ihr habt 3 Millionen Likes erreicht, also konnten wir es einfach nicht vermasseln. Wo alles größer geworden ist, gibt es jetzt noch einen neuen Teilnehmer. Willkommen, Serioga, Alter! Ich verspreche, wir werden heute abhängen und lecker essen. Ich bin fertig. Und ich werde ein cooler Kapitän sein. Was? Nein, ich bin der Captain. Also das war's. Ohne zu reden, wir werden es herausfinden. Jeder von uns hat seine eigene Kamera, um alle Details und alles, was passiert, festzuhalten. Steigen wir ein! Oh Mann, das ist ja echt stabil. Dann lass uns reingehen. Zum ersten Mal auf so einem Schiff. Hallo an alle aus der Kabine. So sieht es drinnen aus. Wir haben hier 2 Betten. Es ist auch eine Ladefläche. Und was haben wir denn hier in der Kabine? Hier ist alles viel geräumiger geworden. Und hier sind sogar Fotos von seiner letzten Fahrt auf dem Wasser. Vlattes Nudeln, Granditen Video. Und hier schauen wir uns den Sonnenuntergang an. Es ist ein gefühltes Video. Jo, Alter, sag mir, was hast du denn hier zu essen mit? Das ist ein tragbarer Kühlschrank. Alles für eine richtige Party. Oh, nice. Wow. Cola, Sprite, wählt, was ihr wollt. Jo, cool, Mann. Was magst du? Sprite. Ich habe eine Cola. Bist du verrückt? Fanta! Unsere lieben Abonnenten, schreibt es in die Kommentare. Was gefällt euch am besten? Sprite, Cola oder Vlad? Fanta! Leute, wie ihr schon wisst, wir sind hier nicht alleine. Wir haben hier ganze 2 Assistenten. Schaut hierher. Schildkröten! Früher hat man Tiere mit aufs Schiff genommen. Denn wenn man lange aufs Wasser fährt, wird man irgendwann echt einsam. Und Schildkröten sorgen für Gemütlichkeit. Schaut euch an, wie süß sie ist. Also, es reicht. Bring sie zurück ins Wasser. Und hier haben wir auch ein Logbuch, Leute. Nun, als Captain kümmere ich mich darum, das Protokoll auszuführen. Die Sekretärin. Und weißt du die Uhrzeit? So circa 1 Uhr, 13:00. Die Lufttemperatur? Es sollte auf jeden Fall ein Thermometer auf der Straße geben. Das gibt es auch immer auf Schiffen. 30, wow. Wie viel? 30 Grad? Es fühlt sich überhaupt nicht so am Wasser an. Und eigentlich, Abonnenten, habt ihr bemerkt, was wir mitgenommen haben? Schaut euch dieses Video bis zum Ende an. Ich werde darauf fahren und mich hinmaulen. Nun, du hast es schon versprochen, du musst fallen. Ich schlage vor, wir machen eine Geschwindigkeit-Challenge darauf. Ich als Captain gebe dir Erlaubnis. Schau, Glenn, lass uns das klarstellen. Der Kapitän ist ein Geisteszustand. Ja, ich bin der Captain. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde Koch. Ich werde versuchen, ein cooler Koch zu sein. Ah, so ein nice Koch, ja? Irgendwie, ja. Unsere nächste Messung ist die Wassertemperatur. Wie misst man? Kannst du dich bitte darum kümmern, Mann. Okay, jetzt schau ich mal. Vielleicht habe ich etwas. Du musst sagen, richtig, es wird so gemacht. Das ist richtig. Es wird getan, Kapitäne. Sag es ihm nicht, sag es mir. Ich bin noch der Captain. Kapitäne, an beide. Er sieht das doch nicht ein, Mann. Also, ich schreibe A4, Glenn, Sergei. Habe ich jemanden vergessen? Niemand würde vergessen. Ich finde es die perfekte Komposition. Das ist natürlich alles cool, aber ich habe überhaupt nichts gezeigt, was ich mitgenommen habe. Also, das erste und ganz wichtig, Mückenspray. Für den Abend ist es wirklich ein Like. Wassertemperatur. Ich versuche mal, mit dem Finger zu messen. Also, der Finger ist im Prinzip 36,6. Wenn das Wasser kälter ist, dann unter 36. Das Wasser ist definitiv kälter als 36. Außerdem habe ich meine Angelfähigkeiten verbessert, deshalb habe ich meinen Echolot mitgenommen. Du schmeißt es ins Wasser, es erzeugt ein Signal und zeigt dir auf dem Monitor entweder einen Fisch oder etwas Großes, was da rumschwimmt. Oder halt irgendeinen Müll, Leute. Ja, Leute, letztes Mal haben wir es nicht geschafft, einen Fisch zu fangen und das hat uns wirklich sehr verärgert. Deshalb haben wir uns heute erst vorbereitet. Was das Wasser betrifft, schreiben Sie, die Wassertemperatur liegt unter 36,6. Also die Lufttemperatur beträgt 30 Grad, wie schreibe ich dann, dass die Wassertemperatur unter 36 Grad liegt? Es ist wahr, du schreibst. Du wirst nicht lügen. Also ich als Captain stimme dir voll zum zu und schreibe minus 36 Grad.
Also, als nächstes habe ich Klebeband mit. Also, wenn der Karton vom Schiff irgendwo reißt, dann brüllt ihr direkt Captain und ich sag dem Schiffsjungen, dass der alles schnell zumacht. Alles wird gut. Leute, wir haben doch sogar einen Hubschrauber-Landeplatz. Ich zeige es euch gleich. Also schaut, wir haben hier eine Treppe in den zweiten Stock. Man kann so hoch gehen. Nun, hier ist ein Hubschrauber-Landeplatz. Nun, und eine Sonnenliege, damit man sich ein bisschen zumbaden kann. Leute, ich habe sogar einen Wasserfilter mitgenommen. Wo soll es eingefügt werden? Hier, also ehrlich gesagt habe ich die Anweisung nicht gelesen. Also und hier habe ich noch eine ganz normale Taschenlampe, nur für den Fall der Fälle. Übrigens, wir haben Kronleuchter. Genau, man hat die Lichter gegen solche coolen Leuchten ausgetauscht. Jetzt ist viel mehr Licht und auch von draußen. Wir sind bereits in der Mitte des Sees. Lass uns den Anker auswerfen. Oh, das liebt man als Captain natürlich richtig. Ich denke, um kompetent zu sein, muss man nicht jedes Mal mit allen drüber reden. Sehen Sie, ich habe es nur einmal angedeutet und das war's, das reicht. Hey, du Schiffsjunge, der Befehl vom Captain ist es, vor Anker zu gehen. Also, komm her und mach es. Ja, ja, ist okay, ich erlaube es. Also wie? Koch, geh und mach das, los. Okay. Lass mich dir helfen, Seruga. Es ist schwer. Ich bin wie ein echter Kapitän. Ruhig. Oh, hast du es gespürt? Gibt es eine Dehnung? Ja. Also segeln wir nirgendwo hin. Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Wir sind offiziell in der Mitte des Flusses und werden hier 24 Stunden im Pappboot bleiben. Wuhu! Achten wir doch noch einmal drauf, dass wir auf einem Pappboot uns befinden. Aus Pappe, aus Pappe, aus Pappe, aus Pappe. Das hier ist auch aus Pappe. Ihr habt ja überhaupt keine Ahnung, wie viel das gekostet hat und wie lange wir es gebaut haben. Also Leute, gebt uns bitte dafür ein Like, ein heckes, fettes Like. Ich bitte euch wirklich, es ist ein schweres Video. Wir nehmen es auf und es ist so cool hier. Also, gebt es auf jeden Fall ein Like. Wenn dieses Video viele Likes bekommt, dann werden wir wissen, dass es alles nicht umsonst war. Nun, lass uns gehen, Seryogo, und schauen, was in deinem Sack ist. Lass uns gehen. Eine Ratte auf dem Schiff! Eine Ratte auf dem Schiff! Sergej, zeig mir, was du da hast. Becherchen, damit alles kulturell ist. Ja, Gläser sind immer sehr gut. Chips, wie wäre es mit kleinen Chips? Es gibt 3 tolle Feuerwerkskörper, um eine Party zu schmeißen. Übrigens, hier, Leute, schaut mal, was ich gefunden habe. Ich drehe die Seite hier um und hier steht, Glenn ist der Captain. Von der Seefahrgesellschaft unterschrieben. Aha. Was? Die Handschrift ist doch dieselbe. Mit der linken auch geschrieben. Also, wenn du nicht einmal den offiziellen Schreiben glaubst, dann weißt du ja, was du für ein Mensch du bist. Nur, hier sind ein paar Partydekorationen. Und das ist mein Hawaii-Hemd, das meine Stimmung bestimmen wird. Okay. Hör zu, ich mag diese Innovation irgendwie nicht. Ja, wir hatten hier eine ernsthafte Veränderung. Und hier ist... Partyhüte? Hast du Feuerwerk mitgebracht? Nein, aber ich habe ein Karaoke-Mikrofon mitgenommen. Nun habe ich alles. Also irgendwie denkst du nicht, dass es nicht genug ist? Sag mal, wann gibt's was zu mampfen? Wie sollst du... Nun, ich werde kochen und du wirst den Fisch fangen. Man sagt, wenn man einen Fisch selber fängt, dann soll er besser schmecken. Bevor ich euch zeige, was in meinem Rucksack ist, vergiss nicht... Wir haben hier, hier unten und hier unten noch eine Menge Zeug. Leute, ich habe meinen Rucksack im Winter noch zusammengesammelt, weil die Abonnenten in die Kommentare geschrieben haben, nehmen Sie den zweiten Teil des Schiffes auf. Ich denke, ja, 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 ich habe meine Sachen. Ich habe darauf gewartet, dass die Sonne runtergeht. Also ich habe sogar irgendwie vergessen, was ich hier habe. Ah, Badehose. Ich dachte, ich hätte sie verloren. Sie werden? Ah, niemand hat dran gedacht, oder? Warum hier die Hände abwischen? Wir sind in der Natur. Ah, auf einmal da und gespült. Ah, okay. Das ist die echte Macht. Und wie funktioniert's? Von Strom? Was wir anscheinend nicht auf dem Schiff haben. Das ist eine Druckration, falls das Essen komplett ausgeht. Außerdem habe ich mich um unsere Sicherheit gekümmert und eine Signalfackel mitgenommen. Wenn wir stecken bleiben oder irgendwo weggedrängt werden und die Hilfe wird zu uns kommen. Daran habe ich nicht gedacht, dass wir stecken bleiben können. Das ist wirklich mega cool. Das ist gut für eine Party. Die Sonnencreme, Leute. Ich rate euch allen, Gesicht, Hände und Hals anzuschmieren. Das ist kein Witz. Die Sonne spielt jetzt verrückt. Und jetzt bin ich eine komplett unabhängige Person. Wir müssen die Batterie schonen, sonst ist vom Winter wenig Energie übrig. Leute, was haben wir denn hier drin? Und das ist das Interessanteste. Also legen wir los. Sergej, hilf mir bitte. Oh, Sergej, das ist deins. Nein, nein, das ist hier deins. Das ist deins. Warum zum Teufel er? Warum er? Und weil du der Erste warst, also du lässt es machen. Ah, verdammt. Und du hast noch eine Herausforderung vor dir. Lass Vlad erstmal probieren. Wie sieht's aus? Die steht dir überhaupt ja, nicht. Ja, sag es mir. Also das ist für die Sicherheit, für den Gesundheitsschutz. Damit sie uns nicht verschimpfen. Sessel, Verbandkasten. Erste-Hilfe-Kassen aus Karton? Das ist eine Art... Glenn, das glaube ich gehört dir. Hey, hey, sei vorsichtig da. Alles, alles, alles. Oh, Großvater-Set. Gehen wir auf die andere Seite. Also, den Blauen haben wir uns angesehen. Sehen wir uns jetzt den Roten an.
Oh mein Gott, wie viel hier alles ist! Nudeln, Tomaten, Orangen. Mein Lieblingskäse sogar. Flammenbrot, verdammt nochmal, wie schön. Sogar Tee. Kissen, drei Schlafsäcke. Warum hast du Fabian Rauch mitgenommen? Nun, ich dachte, es wäre cool, Fische zu werfen. Sie bekommen solche Angst und werden... Hey, 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 du wirst mir niemanden erschrecken. Ich will die Fische noch heute fangen. Das ist ein Ofen hier, genau hier. Haarbürste. Was für eine Haarbürste? Das ist zum Fleisch umdrehen und du machst dir jetzt in die Haare. Also, machen wir hier mal zu. Das hier ist die Kombüse. Meine Abteilung. Leute, ihr habt noch gar nicht gesehen, wie das draußen ist. Das ist mega cool. Also, was haben wir denn hier? Wir haben draußen ein Trockenbecken. Jetzt wollen wir überprüfen, wie tief es ist. Nun, nicht viel, kurz gesagt. Tief, aber hell und schön. Also hinter dir sind zwei Ruder, eine Bürste, ein Netz und ein Fischhaken zum Fischfang. Und hier ist eine coole Angel. Ich möchte in den zweiten Stock gehen und sehen, wie die Aussicht ist. Okay. Ja? Oh Mann, das ist echt beängstigend ja. Hier. Übrigens, schau, hier ist etwas. Zum Chillen können Sie sich hinlegen und sonnen. Puh. Er will sich immer nur hinlegen. Schaut euch doch nur an, wie schön es hier ist. So schön, so cool. Was ist mit meinem Basketball? Yo! Es gibt auch ein Lenkrad. Lenkrad? Er hat fast die Kapitätsprüfung abgelegt. Also übrigens, da hinten im Schrank ist ein Seil. Das kannst du an den Ball binden, damit er nicht im Wasser fällt. Und dann bist du mir nicht rausholen. Nun, ich bin nicht krumm. Es wird nicht wegfliegen. Ja, schmeiß mir den Ball. Es ist nicht weggeflogen. Nun, hier würde kein Seil helfen. Also Leute, und da steht noch ein Grill. Da werden wir später meinen Grillkäse machen. Also, was haben wir hier noch? Oh, Leute, irgendetwas ist nicht gut für mich. Was ist los, Mann? Was ist mit dir los, Ruge? Übelkeit! Er ist krank! Hier, leg dich hin! Sieht so aus, als hätte die Seekrankheit doch begonnen. Was sollen wir tun? Ihnen helfen! Bring das Klebeband, das silberne Klebeband. Es ist notwendig, den Nabel zu kleben. Ich habe es in TikTok gesehen. Was? Ja, da klebt man seinen Bauchnabel zu. Armer Kerl, geht es echt schlecht. Wir haben einen Ersten-Hilfe-Kasten. Komm, geh zurück. Serioge, warte, warte. So. Also, hier haben wir ein Armband gegen Reisekrankheit. Also, ein Akupunktur-Armband. Alles also, ist richtig. Komm schon. Also. Was ist das? Warum brauche ich ein Armband? Das ist ein Armband gegen deine Seekrankheit. Verdammt, der gibt gleich den Löffel ab. Oh, ihr müsst wieder schlecht. Wir brauchen Pfefferminzbonbons. Ich habe sie als Kind immer gegessen. Das ist wirklich ein wirksames Stück gegen Reisekrankheit. Komm schon, Bro, du musst das essen. Was ist das? Was für Pfefferminzbonbons? So ist gut, so sollte es sein. Das sollte auf jeden Fall helfen. Wir haben schon drei Methoden ausprobiert. Nun ist es besser? Nun, es scheint so. Komm schon, steh auf, Koch. Du musst kochen. Was soll das? Okay. Ja, Serioge, natürlich hast du uns etwas nervös gemacht. Es ist in Ordnung. Ich werde jetzt wieder normal. Ich denke, wir sollten Serioge die Aufgabe geben, den Feuer zu starten. Und wie viel, um es zu züchten? Ja, damit es brennt, Mann. Damit es warm und heiß ist. Ah, es war eine Metapher. Ich hab's. Schau her und konzentrier dich auf meine Finger. Ja, schlechtes Verhalten, Diebstahl, schaut euch das an. Ich habe nur das genommen, was mir auch zusteht. Du hattest eine Macht, die dir nicht zusteht. Und eigentlich habe ich diese Diskussion satt. Bist du der Kapitän oder ich der Kapitän bin? Lösen wir das in der Challenge. Komm schon. Wer unser Boot auf diesem Ding schneller umrundet, ist der Kapitän. Was ist die Herausforderung? Wir werden um Kapitänstelle streiten. Dann lassen Sie mich den Richter sein. Okay, dann bist du der Richter. Jetzt werde ich meine Badehose wechseln. Oh, Serioge, hänge mich ab. Es wird geschehen, Kapitän. Hier, hast du es. Bin jetzt an dein Bein. Ich binde meins auch direkt an. Also, stellt euch hier auf. Jetzt fangt ihr zwei an. Ich werde der Richter sein. Also, hier. Wir sind uns einig. Einmal um das Boot herum. Beginnen und beten Sie hier. Starte in 3, 2, 1. Los geht's. Also, da. Glendik, in diese Richtung. Glendik, schwimmt. Ich klettere höher. Schau. Ja, check. Ich bin der Kapitän. Okay, du kannst die blöde Mütze haben. Und das kann Glenn nicht. Kann so. Beweis es. So, ich stehe so. Und jetzt Runde. Easy peasy, kein Problem. Schnapp dir die Spanne. Glenn ist ertrunken. Sie wurde an deinen Beinen gefesselt. Oh, verdammt, was ist da mit mir los? Nun, Vlad, rette mich hier. Ich als Kapitän vertraue als meinen treuen Matrosen. Alles wird gut gemacht. Ein echter Kapitän verlässt sein Schiff nicht. Das verstehe ich. Hi, Glenn, hinter dir ist ein Hai. Glenn. Alter, wir sind doch am See. Alter, wir sind in Weißrussland. Was? Es gibt keine belarussischen Haie? Nur wir. YouTube-Haie. Jetzt Glenns lächerliche Versuche, auf sein Boot zu steigen. Kletter. Warte mal. Wir machen es fest. Ja. Gib mir deine Hand. Das ist klar. Also, das war's. Ich ging zum Grillen. Und ich werde auf die Jugend aufpassen. Festhalten. Also, hier ist ein Kohlenbecken. Jetzt wollen wir sehen, wo wir Kohle haben. Wir streuen. Die
Kuhle ist jetzt vorbereitet und meine Hände sind auch ganz schwarz. Übrigens eine interessante Tatsache, ich habe eine Traube zu den Schildkröten geworfen. Und was denkt ihr? Sie haben die gefressen! Kapitän! Was los, Matrose? Hast du den Kapitän gerufen? Also, ja, wir haben Probleme. Das Deck ist verstopft. Sie muss abgeholt werden. Was meinst du? Alles Kohle? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Welche Möglichkeiten gibt es? Nun, normalerweise machen das die Kabinenjungen. Ah, jetzt spannen wir ihn an. Junge, hier ist ein Job für dich. Ja, ups. Komm raus. Was? Komm schon raus. Serioge braucht dort Hilfe. Ja, gleich. Sonst bleiben wir ohne Essen und ich werde Streichholz suchen. Was soll ich denn putzen? Ja, komm schon, komm schon. Oh Mann, Alter. Kannst du nicht vorsichtiger sein? Ich werde die Jungs bei der Arbeit am Schiff zusehen. Warum streust du so die Kohlen überall hin? Weißt du, wo ich die gleich reinschüttele? Das sind vielleicht keine Kohlen. Es spült Sand vom Ufer. Soll ich das riechen, um mich zu vergewissern, dass es wirklich Glut ist? Nun, wenn Sie wollen, riechen Sie daran. Hey, ich habe dich gebeten, das nicht zu machen. Warum kannst du nicht auf mich hören? Also, Leute, was ist das für ein Chaos? Komm schon, du räumst auf. Du kochst. Was für ein Aufstand auf dem Schiff. Hier, mir gleich hier. Serioja? Ja, ich helfe gleich der Sache. Also, es gibt so etwas. Das ist ein Stall. Lass uns herausfinden. Er hat uns irgend so einen Marker gegeben. Schau mal. Ich gebe jetzt mehr Papier. Oh ja, hier ist er. Und was soll passieren? Ah, ein Funke. Ja, ich hab's gerade gesehen. Die Jungs versuchen, einen Funken zu bekommen und ich schlage vor, die Tatsache zu feiern, dass ich Kapitän geworden bin. Hurra! Ich bin Kapitän! Wer bist du? Nun, was soll das? Das ist ein Freitag. Du Verrückter. Haben Sie Papier? Haben Sie, Genosse Hauptmann, haben Sie Papier? Ja, habe ich. Tja, okay, ich habe die Jungs gefreut. Das Wichtigste sind Emotionen. Die sind hoch. Hat es euch gefallen? Ja. Ja, ja. Papier. Ein echtes Team also. Hier haben wir Servietten drin. Warte, geht das jetzt? Versuchen wir es. Kurz gesagt, ist das ein Team. Achtung, ich sende. Ich gehe nach oben, um mich als Kapitän zu entspannen und auszuruhen. In 20 Minuten zum Abendessen. Ja, aber natürlich, Captain. Wir versprechen es. Das ist ja ein Team, das verstehe ich. Man kann sich verlassen. Also, Schiffsjunge, mach es. Sie sind für das Feuer zuständig und ich für das Essen. Echte Romantik. Jetzt werde ich ein bisschen pennen. Ich hoffe, das Team kommt mit Essen zurecht. Oh, Feuer! Es ist da! Nein, es ist wieder weg! Komm, bring mir Treibstoff! Jetzt, ich gehe! Servietten! Ich sehe keine Servietten! Ja, habe die Servietten nicht gefunden, aber etwas anderes gefunden. Ein Stück Pappe und ein Logbuch. Ich bin mir sicher, niemand wird's vermissen. Oh, hier, schau mal, es brennt schon langsam. Es funktioniert. Übrigens, Abonnenten, ich habe eine Idee. Wie wäre es mit einem Video 24 Stunden bekommen wir Piraten? Hä? Interessiert es euch oder nicht? Ich finde es eine coole Idee. Dort wird es möglich sein, aber es wird wirklich so sein, so eine erwachsene Art und Weise. Schreibt es in die Kommentare. Nun im Allgemeinen, like dieses Video, damit wir wissen, dass ihr ein solches Meeresteam mögt. Yo, Bro, Feuer! Wir sind Meister, ja, Glut. Okay, fangen wir bald an. Serioga! Ja, Kapitän! Berichte die Situation! Das Feuer wird angezündet. Ich fange an zu kochen. Gut, mach's weiter. Also, Leute, wisst ihr, was mir auch gefallen ist? Ich als Kapitän, das Wetter ist gut, aber hier zieht noch ein bisschen ungesunde Wolke auf. Also müssen wir über einen Aktionsplan nachdenken, wenn es anfängt zu regnen. Vielleicht kommt er mir in den Traum. Wir haben keine Regenschirme mitgenommen. Ich frage mich, ob unser Paarboot den Regen übersteht. Also, Glendik, wasche deine Hände. Ja, bitte. Jetzt meine? Nun, im Prinzip ist Kohle nicht ansteckend. Im Gegenteil, sie reibt. Ja. Das dachte ich mir. Ich muss mir eine Kamera aufstellen, damit ich sie aufnehmen kann, wenn man plötzlich mein Schiff in Brand setzt, damit ich später Geld für Reparaturen verlangen kann. Also, ich nahm einen Topf mit allerlei Gewürzen. Fladenbrot, Teller, Tomaten, Sologuni-Käse. Pass auf, es ist sehr heiß. Also, Fladenbrot, ein Stück. Also, schneiden wir den Käse. Alarm, es brennt! Alles ist in Ordnung. Wir haben ein Pappboot. Wir müssen vorsichtig sein. Ey, sei mal leise. Der Captain hört das gleich. Oh. Ey, unser Schiff wäre fast abgebrannt. Denk doch mal nur daran, Mann. Die Glut fing an stark zu brennen. Hier fällt so ein kleines Sandkorn von Glut dahin und dann ist da so ein großes Loch. Schau dir es an. Sei immer vorsichtig. Spielt niemand mit Feuer. Das ist sehr gefährlich. Das ist es. Ich koche weiterhin zu Lugunia. Das ist für die Fische. Hier ist es. Ein Stück Fladenbrot. Oh, ich hab geschlafen. Wie geht es euch, Jungs? Es ist in Ordnung, alles gut. Ja, alles ist in Ordnung. Und was für Wasser wird geschüttet? Der Schiffsjunge hat die Böden gereinigt, damit es sozusagen sauber war. Ja, alles ist sauber. Was für ein gutes Team habe ich doch. Also, wie viel Käse ist genug? Ja, genug. Und wir werden 3 solcher Portionen haben. Mehr, ich esse mindestens 2. Okay, mehr. Ja, lass uns mehr abschneiden. Also gut, hier ist das letzte. Opa, großartig. Wow. Ich liebe geröstete Ränder. So mega viel. Schau, wie viel du gemacht hast. Und das war's. Jetzt 15 Sekunden von einer Seite, dann 15 Sekunden von der anderen. Und so 2-3 Mal.
Und jetzt die andere Seite? Oh, das ging ja aber schnell. Kohlen sind echt heiß. Ich habe sie ja auch angezündet. Hey, Glendi, geh dritt zur Seite. Lass mich kochen. Ich bin immer noch der Koch. Und du räumst hier den ganzen Müll auf. Schau, wie der Käse herauskommt. Übermäßiges Essen, ich möchte drinnen. Es verbrennt schon. Kannst du ihn nicht rechtzeitig rausziehen? Was soll das, Mann? Diese Ränder sollten gebraten werden. Ich weiß genau, was du für ein Koch bist. Alles ist in Ordnung. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich bin schon empört. Das war's, wir filmen. Nun, legen wir uns hier hin? Ja, ich hol die Zange. So. Na, wie geht es euch? Der Grillkäse ist fast fertig. Oh, ich rieche es. So, wie er sich ziehen lässt. Das war der von Sergej. So. Ja, danke. Gerne. Sergej, das mit den verbrannten Rändern ist deins, Bro, wie du wolltest. Großartig. Ich liebe geröstete Ränder. Jetzt lass uns lecker essen. Glendik, ich habe beschlossen, mein eigenes Sulugun nach meinem Rezept zu kochen. Mit mehr Salz. Ich mag es erst sehr salzig. Vor allem im Grillkäse schmeckt das sehr gut. Natürlich haben wir hier ein komplettes Durcheinander. Jetzt muss hier nach dem Kochen aufgeräumt werden. Definitiv nicht der Koch. Die Hände müssen sauber sein. Was meinst du damit? Ich deute an, dass der Kapitän nicht die Drecksarbeit machen wird und nur er soll weitermachen. Oh Mann, ich musste nur einmal die Challenge verlieren und jetzt laufe ich hier rum wie so ein Schiffsjunge. Es sieht so aus, als würde es anfangen zu regnen. Schau mal, eine Möwe. Sie fliegt sogar mit Gegenwind. Ah, vielleicht können wir auch ein bisschen Brot geben. Die Möwe hat einen Fisch gefangen. Die Möwe hat gerade einen Fisch gefangen. Das kannst du nicht. Ich habe nicht mal angefangen, aber wenigstens weiß ich jetzt, dass hier Fisch ist. Verdammt, es fängt an zu regnen. Also, zusammen, Glendik, lass uns fertig werden. Lass geh essen gehen. Regen? Dränge in die Kabine. Ja, warte kurz. Also, wir müssen den Grill erstmal jetzt löschen. Lösche das Feuer schneller und dann komm schneller her. Wir sind doch auf See. Nimm einfach eine Kelle mit Wasser und da rein. Ganz einfach. Und weiter. Glendik ist ein erfahrener Segler. Klar, ich bin 5 Jahre zur See gefahren. Und übrigens bin ich auch ein Lügner, aber war nicht böse gemeint. Es fängt stark an zu regnen. Schaut unser Schiff an. Was das ist Sturm. Teufel? Leute, Sturmwarnung. Ich war nicht bereit dafür. Ich habe nicht über den Evakuierungsplan geträumt. Alle Hoffnung für unser Schiff. Alles wird gut werden. Leute, ich habe einen Plan. Welche? Wir essen einfach und tun so, als wäre nichts passiert. Großartig, komm schon. Also. Alles okay, Serioga, das ist das. Aha. Das ist das. Extra salzig. Das ist unser einfaches Essen. Ah, wie schön gebraten mit Kohle. Es ist wirklich cool geworden. Nun sitzen wir hier drin, bis wir anfangen runterzugehen. Mhm. Das ist ein echtes Team. Wie gefällt dir deins mit Tomaten? So viel saftiger. Glendik, du musst zugeben, dass unser Abendessen gerade eine neue Ebene erreicht haben. Ich stimme dir zu, voll. Und was wird im Teil 3 passieren? Ein Restaurant natürlich, das wird gut. Restaurant auf dem Schiff? Ja. Mist, du hast einen Einsatz erhöht. Es wird ein geheimes Spielzimmer geben. Übrigens, du hast versprochen, Brawlstars im Wasser zu spielen. Mhm. Ich bin noch nicht im Wasser, also spiele ich nicht. Ich kann dir aber hilflich sein. Noch nicht, draußen regnet es, schlechtes Wetter. Ja, und dann wirst du sagen, dass man 2 Stunden nach dem Essen nicht schwimmen darf. 2 Stunden nach dem Essen? Das ist kurbelkurfsichtig. Vielleicht 2 Stunden vor dem Schwimmen? Ah, ja klar, vor dem Schwimmen. Oh Leute, wir haben ernsthafte Probleme. Unser halbes Boot wurde abgeblasen. Da steckt kein Stück aus dem Boot. Repariert es, Jungs. Das Klebeband, ganz schnell. Auf Pappe, neue Baumaterialien. Ja, repariert es. Stopp. Du musst es weglegen. Ja, richtig. Ja. Hochwasser beseitigt. Gut gemacht. Komm, ich gebe dir etwas Leckeres. Mhm. Auf geht's. Komm schon. Hier, bitteschön, leckere Lutscherkaramel. Verpfannungsbonbons. Nun, das soll Reisegerechtigkeit für Himmel. Danke dir. Super, warum jammerst du? Coole Mal gemeint. Kann man Käse so einfach essen? Ich denke schon. Hier sind Süßigkeiten und Käse. Mm. Die Kombination ist genial. Probier es aus. Befehl des Kapitäns. Gib her. Nein, nicht lecker. Schon wieder Regen. Alarm, es ist schon härter. Leute, meine Klamotten hängen doch auf dem Dach da oben. Lauf! Ja, klar. Oh Mann, es tut mir leid. Ich hol dich gleich runter, Baby. Ist schon fast trocken. Meine Shorts, mein Schlüpfer. Team, wir haben Regen, das durch dieses Fenster reinkommt. Genau hier. Hier muss doch irgendwo ein Handtuch sein. Es muss versiegelt werden. Wir haben Fladenbrot. Es ist nicht sicher. Und hier kommst du durch dieses Fenster auch durch. Was bleibst du da? Wir haben Märsch. Was treibst du? Wir werfen dich gleich runter. Nicht. Hier ist noch Baumaterial. Ja, klar. Es wird nass, haben wir nicht etwas Gescheiteres? Alles wird gut werden. Verdammt, schneller! Es tropft viel! Versiegel es! Stopp, hier kannst du noch. Alles gut. Gut, alles komm gut. Schon. Ist das Donner? Ist es Gewitter? Donner? Es ist Donner, Jungs. Wir haben Zeus verärgert. Nun, du hast die Schildkröte gefüttert. Die Kröte falsch gefüttert. Also, ein Fessel wurde repariert. Kapitän! Was? Wir haben ein Problem. Welche Art? Da ist eine Wolke. Was für eine Wolke? Oh! Ah. Leute, holt jetzt ganz dringend ihr Schwimmbesten raus. Und ich mache jetzt keine Scherze. So. Alle ziehen die jetzt sofort an. Ja. Das ist kein Scherz, unser Boot geht runter. Schaut mal, was hier los ist. Das ist einfach irgend so ein Hurricane. Das ist doch krass, das ist so krass. Was ist das? Der Zaun ist einfach weggeflogen, Jungs. Lass es mich dir zeigen. Gewonnen. Nun, was machen wir? Ich schlage vor, abzuwarten. Leute. Ah!
Wir haben ein hartes Leck. Was werden wir tun? Wir haben drei Möglichkeiten. Die erste Bestellerin auf dem Boot zu rufen, die zweite Tee zu machen, der dritte Signal voll zu entzünden. Ich denke, die dritte Variante. Feuer! Nein, Leute, wir können das Ganze doch nicht so lassen. Das Schiff geht kaputt. Schau, es ist komplett verklebt. Verschwenden wir keine Zeit, machen wir Tee. Was für ein Tee, Mann! Lass uns schneller, schneller machen. Das ist unser krasser Captain. Hier hast du es. Wasserkocher, drei Tassen. Ja, Tee. Und dann nimm mal eine Zitrone. Zitrone. So, mach es zu. Fackel, wenn überhaupt, ist immer bereit. Wir werden innerhalb einer Minute gerettet. Unter der Gasflasche. Verdammt, Flat. Seriöger, Wasser. Ja, Kapitän. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Heiliger Strohsack. Welcher Teil des Schiffes ist es? Unser Rumpf. Bist du sicher, dass du Tee willst? Ja, füll das Wasserkocher. Die Wellen schlagen immer noch. Schauen wir uns also die Situation auf der Straße an. Unser ganzes Schiff ist nass. Seriöga, du hattest auch eine Rauchbombe. Sie ist auch unter dir. Halten wir sie bereit. Leute, das Seil beginnt ein wenig durchzuhängen. Halt, halt sie, halt sie. Wow, schauen wir, das geht hier an. Leute, ich werde das Schiff nicht ohne Tee verlassen. Akzeptiert und verstanden. Nehmt auf alle Fälle Wasser mit, damit wir es löschen können, falls was ist. Wen? Unsere Leidenschaft. Das ist unser Fenster, es ist undicht. Seht ihr die Situation einfach von dem Fenster an. Also, die Situation heißt sich auf. Die Ding ist noch stärker geworden. Wow. Wir sind gerade in einen richtigen Sturm geraten. Ist echt nicht lustig, Leute. Lass uns das Fenster reparieren, mit irgendwas zukleben, irgendwas machen. Schau dir unsere Tür an, sie ist undicht. Hier ist eine Kappe. Leute, es wird ohne Licht bleiben. Es wird blöd sein. Gut, Leute. Team, wir schaffen es. Mein Team ist das Beste. Wir haben überhaupt keine Angst, oder? Es ist überhaupt nicht beängstigend. Wir waren schon einmal in solchen Situationen. Wir sind hier Seeteufel, echte Haie. Oh, 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 das fließt. Wir saufen echt ab, Mann. Leute, wann wird das Wasser kochen? Ich mach Deckel zu, so geht's schneller. Leute, Leute, ein Like für diese Situation. Wasser ist schon überall, ich kann's fühlen. Glenn, wieso hast du so viel Angst in deinen Augen? Weil ich echt Angst habe. Leute, mit so einem Kapitän wird alles gut, keine Sorge. Wirklich? Es macht auch mehr Spaß, Hauptsache Emotion. Und ihr werdet uns dabei begleiten. Und dann nimm mal eine Zitrone. Hey, also Ringe bitte. Seryoga, gut gemacht. Eigentlich ein netter Koch. Oh, es kocht schon. Leute, ich liebe euch einfach. Das ist das beste Team. Schau dir diese Helden an. Das ist Glenn, Gewitter. Und das ist Nice Kack. Und ich bin fruchtloser Kapitän. Wenn der Wasserkocher zu heiß ist, nehmt ihr eine nasse Unterhose. Und es funktioniert. Gut. Ein echter Lifehack. Ich werde es verdünnen. Das Dach geht kaputt. Wir müssen uns wieder verstärken. Wir müssen herausfinden, wie wir die Fische füttern, wenn wir auf den Grund gehen. Wir haben doch viel Fladenbrot. Meinst du das ernst? Was für Fische in diesem See können uns essen? Denn wir wollten sie mit einem Köder fangen. Sie werden die Route sehen und denken, dass wir Fischer sind. Du, Seryoga, schon... Ich stimme dir zu. Also Leute, schon etwas dir hier? Eine ganz heiße Tasse. Gib mir mein Höschen wieder her. Wir sind alle nass. Das ganze Schiff ist nass. Das Dach kommt durch und alles fließt durch. Hier ist unsere Rettung. Jetzt, yes, Jungs, unsere Tee ausdrücken und erscheinen, was zu tun ist. Gut. Ich nehme ein bisschen Fladenbrot. Nun, Freunde, es gibt gute und schlechte Nachrichten. Mit welchen anfangen? Der schlechte. Wir stecken voll im Dreck. Wir haben gerade das ganze Schiff nass gemacht. Nur eine sehr, sehr starke Sonne wird uns retten. Wahrscheinlich nicht. Und die gute Nachricht? Nun, wir sind immer noch auf dem Wasser. Warum machst du solche Witze, Alter? Der Typ ist übrigens echt gut. Lass uns auf den Sieg anstoßen. Ja, übrigens schlage ich vor, dieses Ereignis zu feiern. Wir haben den Sturm überstanden. Ich habe noch Cracker, allerlei Deko. Sollen wir das feiern? Ja. Leute, es hat doch die ganze Zeit geregnet. Und das heißt, dass der Fisch jetzt nach oben schwimmt. Und wir können also angeln. Hör zu, lass dich ums Fischen kümmern. Und ich habe einen Vorschlag für Seryoga. Ich habe einen professionellen Magneten dabei, um unten nach Schätzen zu suchen. Wir werden es hineinziehen am Seil und sehen, was magnetisiert ist. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wir werden Herrn Krabs sozusagen die Schätze abnehmen. Naja, wie ihr wollt, ich gehe angeln. Nun, wir machen das beides gleichzeitig auf einmal. Ja, okay, ja, es passt, okay. Es passt. Höchstwahrscheinlich wollten sie sagen, zwei Hechte gleichzeitig. Hier gibt's keine Hasen. Verdammt, cool, Jungs. Ich bin froh, dass wir den Sturm überlebt haben. Aber im Allgemeinen, schaut ihr her. Hier ist der Fest. Es hat uns von einem Flug gerettet. Und wir haben eine Truhe verloren. Oh, warte, warte. Überprüfe nicht ohne uns. Ja, dann kommt doch raus. Wir sind doch die Seewölfe. Also, Blech, alles im Wasser. Witz und Witz, es war ein trockenes Becken, jetzt ist es nass. Lustig. Nun ist es gut, dass wir gut vorbereitet waren und wir haben viel, viele Schichten Pappe. Ich dachte, das ganze Schiff wäre so nass wie hier. Leute, der Kohle ist weg. Ja, hier ist eine große Reparatur und wirklich notwendig. Wir haben doch einen Captain und der ist zuständig für solche Sachen. Eigentlich bin ich der Kapitän und dafür haben wir einen Schiffsjungen. Also, der Schiffsjunge geht jetzt angeln und er hat dir alles gesagt. Mist, diese Seite ist wirklich beschädigt.
Glendik holt seine Spinnrute raus. Aha. Schau mal, was für ein Wunder passiert ist. Das Lenkrad ist komplett trocken geblieben. Lenkrad. Wie ist das überhaupt möglich? Also, die Temperatur ist auf 23 Grad gefallen. Hol die Magnete aus dem Schrank. Ja? Und ich werde sehen, was ich habe. Der Köder ist bereit. Wir können also anfangen zu fangen. Also, fangen wir an. Also, warte. Da ist noch ein Gerät. Ein Echolot. Ah ja, das Echolot. Natürlich. Vielleicht ist ein Magnet besser. Nein, ich angele. Komm schon, ruf mich. Also, schau zu. Wir haben es zusammen zurück hier aufgeräumt. Wir haben es hier mehr oder weniger so. Und Glenn sortiert immer noch sein Gadget. Also, hier ist der Magnet. Fassungslos, kann ich als Erster reinwerfen. Und? Ich traue diesem Echolot nicht. Es zeigt mir, dass es in 2 Meter Tiefe keinen einzigen Fisch gibt. Das ist doch Müll. Das kann doch nicht wahr sein. Ich brauche dieses Echolot nicht. Das ist doch Schrott. Ich weiß, dass es Fisch gibt und ich werde sie fangen. Also, jetzt gib mir schon die Angel. Oh, erwischt. Schau, ich habe etwas angefangen. Ich habe Muscheln gefangen. Wen? Nun, entweder Muscheln oder die ganze Familie. Schau, Krebstiere. Nach dem Sturm fühlt man sich irgendwie ein besonders, als wärst du ein Überlebender. Seriorga! Was, was? Ich habe hier eine Art Haken. Schau, da ist etwas Schweres. Wasserblasen. Leute, jetzt werden wir reich. Uhu. Was ist das für eine Art Haken? Verdammt, Flott! Schau zu, das ist so eine Art Laterne von dem Boot oder sowas in der Art. Ich bin so geschockt. Hör zu, ich bin so glücklich, als auch traurig. Das ist ein Detail eines Schiffes, also ist hier jemand ertrunken. Verdammt, wir sind eigentlich sehr weit von der Küste entfernt. Von Menschen, von irgendetwas. Ich mach mir Sorgen. Leute, ich schlag vor, ein kleines Meeting abzuhalten. Ich stimme dir zu. Los geht's. Nun, Leute, wirklich? Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Gut, lass uns gehen. Also, Leute, wir haben beschlossen, die Rettungsfackel in Brand zu setzen und uns zum Ufer zu bewegen. Wir erklären die Gründe, während wir hier herauskommen. Kommen wir also nun zu unserer Rettungsaktion. Öffnen wir das Feuerwerk. Es sieht so aus. Schauen wir das hier ein. Halten wir es auf der Armenlänge. Naja, es bleibt nur Stift zu ziehen. Los geht's! Oh, was für ein helles Licht! Oh mein Gott! Rettet uns! Den hat ja bestimmt jemand am Ufer gesehen. Natürlich ist er so intelligent! Bitte! Hilfe! Hilf uns! Hilfe! Hilfe! Dann hoffen wir das Beste. Nun, es bleibt auf Hilfe zu warten. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich so ein professionelles Rettungsfeuerwerk einsetze. Nun ist gut. Es bedeutet, dass sie Glück haben, dass sie nicht in solchen Situationen sind. Oh, sie kommen! Sie kommen, schau! Sie retten uns! Wir sind hier! Wir sind hier! Wow, krass! Schau mal, er hat hinten sogar etwas angebunden. Das sind etwa 3 Sättel oder so ähnliches. Wir sind hier! Wir werden auf diesen kleinen Dingern fahren. Also, Seryoga, na, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Gut, dann erklären wir alles und sagen es euch. Das ist es also, Boot. Alles. Los geht's. Ciao, Boot. Ciao. Tschüss. Tschüss, Schiff. Alles. Es gibt nichts, woran man sich festhalten kann, aber es scheint sicher zu sein. Wuhu! Das habe ich nicht erwartet. Leute, gerade ist ein bezaubernder Sturz passiert. Aber keine Sorge, uns geht's gut, weil wir Unterhemd tragen. Wir haben uns einfach mitreißen lassen, um den Retter ständig gedrängt, schneller zu kommen. Aber sie haben völlig vergessen, dass diese Dinger sehr klein sind und keine Griffe dran haben. Aber es war cool. Aber im Allgemeinen ist alles wegen Blende sein Bananenspringen. Alles. Wir sind auf dem Pier. Sicher, glücklich, fröhlich. Und jetzt ist es Zeit zu erklären, warum wir am Land gelangt sind. Es ist erstmal schon 20 Uhr. Das Boot ist nass und es bestand überhaupt keine Chance, dass es austrocknet. Es war einfach nicht sicher, die ganze Nacht drauf zu bleiben. Außerdem wird es höchstwahrscheinlich regnen. Schau, was für eine Wolke da ist. Wir haben dies aus Sicherheitsgründen getan. Aber wir können Ihnen etwas versprechen. Und zwar, wir können Teil 3 aufnehmen. Es wird neue Challenges geben. Es wird neue Durchhalten geben. Und natürlich checken wir auf jeden Fall das Wetter, damit wir die Nacht auf dem Boot verbringen können. Nun, dieses Video ist nicht weniger cool geworden. Wir haben den Sturm überstanden. Ja! Woo! Unbedingt liken. Nun, das war ich. Mein Name ist Vladafir. Gelernt. Sehr junge. Tschüss. Tschüss zusammen. Gelernt. Gebiet auf. Gelernt. Satt Papierchen. Gelernt. Gebiet auf. Gelernt. Satt Papierchen. Gelernt. Gebiet auf. Gelernt. Satt Papierchen. Ich sitze in meinem Labor und nicht in deiner Kirche.